Willkommen zurück zu Ninja Gaiden 3. Wir sind in Ryus Dorf und besuchen unseren Vater. Ach, so läuft das. Master Ryu. Thanks for waiting. Let's go. Okay. Dass sich die Typen in diesem Dorf wirklich auf das Training konzentrieren können. Bei den ganzen Ninja-Gaiden-Weibern, Dead or Alive-Weibern. Naja, da könnte man auch auf andere Ideen kommen, wenn man in diesem Dorf lebt. Aber, ja, egal. Ich soll hier hinterher. Könnte ich auch mal ruhig einen Schritt schneller gehen. Hilft die mir jetzt? Das wäre göttlich. Dass das Ganze ein bisschen schneller hier mal vorangeht. Wobei, es läuft richtig gut. Wahrscheinlich bringt die gar nichts. Ah, ich hasse dich. Ich hasse dich. So, gegen zwei von dieser Sorte, wie ich es bin, haben auch 10 von denen keine Chance. Das ist so. Ach du Arsch, ey. So, kurz Prozess. Geschafft? Ja, schön. Master Ryu, you're amazing. Ja, ich weiß. As are you, Momiji. Naja. So gut war sie nicht. Nicht zu vergleichen mit meiner Leistung. Was soll das? Ich hab doch... Er war doch schon tot. Nee. Du kommst jetzt nicht von hinten nochmal an. So, wo bin ich? Ich ähnel den Gegnern so stark. Wenn man irgendwie ein anderes Outfit anziehen könnte, wäre das gar nicht so übel, dass man... Da erkennt man dann eher, welcher man tatsächlich ist. Jetzt zum Beispiel. Oh nein, es ist wieder so weit. Ah, das ist gut. Das ist wirklich gut. Kann die eventuell bei mir bleiben? Oh ja, ist ja gut. Ja, und jetzt könnt ihr draußen das Kind rumschreien hören, wie verrückt. Wenn ihr das hört, auch bitte einen Kommentar, das würde mich auch mal interessieren. Aber ich weiß auch nicht, ey. Das ist hier alles nicht so der Bringer in Sachen Umgebungsgeräusche. Jetzt Holz. Ganz toll. Ja, Leute, das lenkt mich auch überhaupt nicht vom Spiel ab gerade. Nein. Null. Wenn man trotz Kopfhörer das Kind heulen hört draußen, dann ist das schlecht. Aber gut, egal. Immerhin hat mein anderer Nachbar nicht super laute Musik an. Das ist schon mal ein Vorteil, denn sonst kriege ich echt nochmal Probleme mit der GEMA. Hatten wir ja schon mal, deswegen muss ich echt aufpassen. Wobei, da war das gar nicht. Also, da wusste ich immer noch nicht, warum ich jetzt eigentlich... Probleme mit der GEMA hatte, aber es ist ja auch vollkommen egal. Kommen wir jetzt mal lieber hier rum. War's das? Ach so. Okay, so schlecht ist sie doch nicht. Die hat schon was drauf. Was sollen wir beim Schreien eigentlich? Sollen wir das helfen? Das wäre ja noch eine gute Sache, aber ansonsten, ja, es wird wohl darum gehen. Ja, los, jetzt kommt schon. Ich meine, es war ja klar. Kann ja gar nicht anders sein. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut.
das ist gar nicht so schlecht jetzt, wenn das so... Wenn das so ist, wie ich denke, das ist einfach... Oh, blöd, Mann. Dass es so super schnell geht, dann ist das wirklich eine gute Sache. Oh, der war schön. Oh, der war richtig schön. Der Tag ist heute eigentlich Mittwoch. Ja, ich nehme das hier an einem Mittwoch auf. Warum frage ich mich das? Weil ich mich gerade frage, ob heute Abend irgendwas Gutes im Fernsehen läuft, aber auf dem Mittwoch wahrscheinlich eher nicht. Ja, okay. Okay, es geht weiter. Was kommt denn jetzt? Seelenbeschwörung, oho. Okay. Wer macht da ins Netz gegangen? Kommt gleich eine Riesenspinne? Cool. Das wäre geil, mal wieder ein Endboss. Aber wobei, ob ich jetzt unbedingt gerade einen Endboss will? Naja, warum nicht? Ich meine, der T-Rex war gar nicht so schwer. Von daher soll der Endboss schon groß können und wir sind zu zweit. Oh, ja, mach schon. Hilf mir. Hilf mir. Oh, schmerzt dein Arm? Ja, ein bisschen. Ja, gut. Aufgrund der Geschwindigkeit ist es aktuell okay. Vor allen Dingen, weil mein Arm danach ja auch wieder leuchtet, oder? Leuchtest du? Nein. Aber gleich. Mich jetzt. Nein, immer noch nicht. Oder ich sehe mich halt nur nicht. Das ist die Scheiße gerade. Okay, gut. Komm, Nimpo ladet sich auch überhaupt nicht auf. Wieso ladet sich mein Nimpo ein bisschen auf? Liegt das daran, dass wir hier gegen seelenlose Gegner kämpfen? Das was damit zu tun? Könnte. Ach, ich bin das, der da die ganze Zeit schlägt. Ich dachte, das ist ein Gegner, der mich durch die Gegend pfeffert. Ey, das ist wirklich... Du erkennst es hier nicht. Oder liegt das an meinem Fernseher? Was ist denn jetzt los? Regelt sie das Ganze jetzt alleine? Das wäre super. Wow. Schade, dass sie das weltweit so gecuttet haben. Ich hätte jetzt gerne... Das mag blöd klingen, aber ich finde es gut, wenn man sowas sieht. Gehört einfach dazu. Gerade bei diesem Spiel. Okay, die Spinne ist größer, als ich dachte. Wenn es eine Spinne ist. Nee. Wow. Oh, oh. Sie uns wirklich zerquetschen? Oh Gott, komm da raus. Er kommt tatsächlich raus. Das muss jetzt jemand hier erstmal raffen. Was? Muss ich die jetzt erst besiegen? Scheinbar, weil sonst kann ich... das Ding hier gar nicht angreifen. Oh, blöd. Komm, mach einfach, mach einfach. Ich würde ja gerne helfen, nur... solange die Gegner da sind, greife ich automatisch die Gegner an. Und nichts anderes. Sind sie weg? Jetzt. Na komm, dann mach jetzt. Dann mach nicht lange mit dem rum. So. Okay. Okay, der war gut, scheinbar. Oh, das ist ja ätzend. Ich dachte, ich kriege hier einen richtig schönen Kampf. Aber sowas finde ich blöd. Vor allem, wenn ich hier ständig wieder gegen alle möglichen Gegner... Oh, dammit. Ich wollte ja zielen, aber die haben mich einfach nicht gelassen. Das war das Problem.
Ich dachte schon wieder, ich würde ihn treffen. Okay. Ist, ich dachte, ich treffe. So viele, so viele, viel zu viele. Okay, gut, 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 gut. Schön bis jetzt, schön bis jetzt. Mach doch. Ich will unbedingt, ich will. Scheiße. Spät. Oh, das ist jetzt gut. Dass ich den mal zufällig so treffen kann. Arschloch. Oh, fuck, das wird eng. Ich habe so ein böses Gefühl, dass ich das jetzt nicht schaffe. Dass mir die Energie ausgehen wird. Oh, Gott sei Dank. Okay, gut, 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 gut. Das war doch nur ein kleiner Anfang, oder? Okay, okay. Ausweichen, ja, 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 läuft. Ich habe auch wieder voll Energie. Ich gehe trotzdem noch weiter hoch, ich gehe trotzdem noch weiter hoch. Okay, gut. Super, super, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Sehr gut. Greifen die nächste Seite an. Und zwar direkt. Ah, zu zweit sogar. Tja, hast du dir so gedacht, wa? Das war mal nichts. Schuss in den Ofen. Oh, jetzt zu zweit. Ich weiß nicht warum, es wird zwar zu zweit sicher so angepasst sein, dass mehr Gegner da sind, aber es ist irgendwie chilliger. Man weiß, da kämpft noch jemand mit. Es geht mir leichter von der Hand. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die Gegner dann sich auch mal mit jemand anderem beschäftigen, als alle auf mich. Werden wir, bestimmt, aber jetzt noch nicht. Du wirst es zuallererst bereuen. Wow. Vielleicht sollte ich mal blocken. Okay, sie hört gerade auf. Fuck, das waren einige Treffer. Oh shit. Tötet ihn, reißt ihn in Stücke. Nein, werdet ihr nicht. Scheiße, ey. Das war gerade wirklich kacke jetzt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Ich kann nur hoffen. Ich kann nur hoffen. Was macht sie? Sie beschützt mich. Ah, Gott sei Dank. Oder auch nicht. Erlegt. Oh, Gott sei Dank. Sofort getroffen. What the fuck? Boah, shit. Das war's. Das war es. Das war es. Können wir vergessen. Können wir vergessen. Schaff ich nicht. Oh, eine Scheiße. Bitte nicht. Bitte nicht. Jetzt darf mich keiner mehr treffen. Oh, bitte. Bitte sei vorbei. Ist es nicht. Oh. Aber ich denke mal, ich habe volle Energie, egal was passiert. Ich meine, darauf wird es doch hinauslaufen. Alle Eiterpickel sind kaputt. Na, das war doch einfach. Oh, you.
the curse pulses tells me it has infested your entire body. How do I get rid of it? I do not know. Long ago, there was once a dragon ninja afflicted by a similar curse. In the end, he was swallowed by the darkness. Only his dragon sword remained. The dragon sword was a gift, meant to be used to slay the Archfiend. But it became polluted by the souls of its countless victims. The sorcery cast upon you has caused that pollution to fester and be absorbed into your very body. The curse of the dragon sword is the karmic retribution for all the deeds committed by the dragon clan over these countless generations. There are still things I have to do. It's not an easy thing to live in the darkness. But there are times when we must face the darkness and overcome it. Or else. Und damit verabschiede ich mich für diesen Part, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.